Ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro entstand beim Brand eines LKW mit Kühleraufbau am frühen Montagabend gegen 18.15 Uhr in der Großsachsenheimer Straße. Der 51-jährige LKW-Fahrer wurde durch einen Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass Rauch über dem Fahrerhaus seines LKW aufsteigen wird. Kurze Zeit später stand der LKW im Vollbrand, konnte jedoch kurz vor 19 Uhr durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Also beim Eintreffen, wie gesagt, das Fahrzeug stand im Vollbrand, das Führerhaus, und die Flamme drohte schon überzuschlagen auf das näherliegende Gebäude. Wir waren insgesamt mit 4 Fahrzeugen und ca. 25 Mannschaftsmitglieder aus Sersheim und noch ein Fahrzeug von der Feuerwehr Oberrixingen mit 3 Kameraden. Nein, also der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und bis auf Sachschaden ist nichts passiert. Nee, also wir konnten durch die Regelstellung verhindern, dass das angrenzende Gebäude Flamme abbekommen hat oder dass die Flammen übergeschlagen sind. Lediglich ein PKW, der hier noch geparkt hat, ist leicht verschmort, sage ich jetzt mal.